Das wahrscheinlich größte Solarpanel, das jemals auf ein Auto gebaut wurde. Ja, wir sehen das da links auf der Seite ist die Simone. Sie ist 1,66 Meter groß und das ganze Ding ist wie lang? Das Ganze ist in etwa 7 Meter lang und auch die gleiche Breite wie der Defender. Insgesamt können wir damit 36 Quadratmeter Solarfläche erzeugen. Das, was Sie jetzt gerade sehen, ist nur ein Drittel davon. Ein Drittel? Ein Drittel, genau. So, ich darf das mal zeigen mit dem Foto davon da? Ja, klar. Genau, da sehen Sie halt einmal die komplett ausgefahrene Solarfläche. Wie gerade schon gesagt, 36 Quadratmeter. Davon erhoffen wir uns, dass wir in etwa 8 Kilowattstunde Peak erzeugen können. 8 kW. 8 kW, genau, wie Sie es sagen. Und damit können wir dann theoretisch unser Fahrzeug in 8 bis 10 Stunden einmal komplett vollladen. Das ist ein Elektroauto? Das ist ein reines Elektroauto, genau. So, in 8 bis 10 Stunden könnt ihr das vollfahren. Die Reichweite von dem? Die Reichweite davon beträgt in etwa 300 Kilometer. Mit ein bisschen Puffer wahrscheinlich noch nach oben. Das wird sich aber jetzt auf unserer großen Testreise durch Europa wird sich das zeigen, was für eine Reichweite wir in Wirklichkeit fahren. Das heißt, ihr fahrt nachts? Nicht unbedingt nachts, aber wenn quasi die Sonne schon etwas weg ist. Also wir werden die ersten Sonnenstrahlen morgens einfangen, bis abends oder bis spätnachmittags laden und dann unsere Etappe quasi, unsere Tagesetappe weiterfahren. So, das ist ja ziemlich aufwendig. Was sind das hier für Sonnenkollektoren? Das sind sogenannte bifaziale Solarzellen. Die Besonderheit dabei ist, dass wir auch Energie von hinten gewinnen können. Also die Sonnenstrahlen, die vom Boden reflektiert werden, werden quasi von unten wieder abgefangen oder aufgefangen. Und dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Energie rein. So, die Frage aller Fragen, wie kriegt ihr die weiteren Panels da runter und da dran? Das heißt, ihr braucht mehrere Leute oder ist das sehr leicht? Ja, das ist momentan noch ein bisschen komplizierter. Also man braucht schon so seine 4-5 Leute, damit es entspannt wird und dann werden quasi außen Stangen angesteckt und dann mit Hockern werden dann die weiteren Solarflächen oben drauf gelegt. Das ist mal eine Frage, ihr habt ein Begleitfahrzeug, was dann irgendwie euch transportiert? Genau, also wir haben zwei weitere Begleitfahrzeuge. Das sind Fiat E-Ducatos, auch rein elektrisch, die wir auch Solar nachladen werden. Also es kommt dorthin auch noch eine weitere Solarkonstruktion hinein, die dann auch noch diese Elektrofahrzeuge nachladen können. Und in diesen Fahrzeugen werden dann die Person und das ganze Material transportiert. Cool, ja, ein cooles Projekt. Aufsehen erregt bisher? Deutlich. Also letztes Jahr waren wir auch schon hier und dieses Jahr muss man sagen, ist die Zustimmung doch deutlich größer geworden als im letzten Jahr. Und man muss halt wirklich sagen, das ist, glaube ich, wirklich das einzige Fahrzeug, was hier so auf der Messe steht. Was denkst du, woran liegt es, dass es letztes Jahr nicht so krass ankam wie dieses Jahr? Ich würde vielleicht sagen, dass es ein bisschen mit den Spritpreisen vielleicht zu tun hat aktuell und einfach glaube ich, dass die Leute ein bisschen mehr mit dem Thema Elektromobilität in Kontakt gekommen sind in letzter Zeit, sodass da einfach die Begeisterung hin etwas mehr steigt. Jetzt mal eine Frage, kommt jetzt noch was rein, also hier unterm Dach? Ein bisschen? Nein, also es ist wirklich minimal zu vernachlässigen, sage ich jetzt mal so. Man kann während der Fahrt laden, theoretisch, oder ist das schwierig? Nee, während der Fahrt kann man auch laden. Da werden quasi die äußeren Schubladen von oben eingeschoben. Und dann kann man während der Fahrt quasi seinen eigenen Verbrauch, den man durch diese ganze Bordelektronik verbraucht, den kann man damit kompensieren. Ja, das ist halt wenig, die dann reinkommen. Aber hier, der Winkel ist ja ganz entscheidend, das habe ich gelernt. Genau. Wie, ich sag mal, winkelanfällig ist denn das? Also man muss schon wirklich sagen, wenn man das Ganze wirklich zur Sonne anwinkelt, ist es möglich, fast das Doppelte rauszukriegen an Leistung. Und dadurch muss ich wirklich sagen, ist der Winkel eigentlich mitentscheidend. Ich habe auch gehört, wenn die sehr heiß werden, dann sinkt der Wirkungsgrad. Stimmt das? Genau, das ist richtig. Also eigentlich ein bisschen paradox, weil wenn man die in die Sonne legt, werden sie natürlich warm, aber dadurch verringert sich der Wirkungsgrad der Solarzellen. Daher ist es eigentlich ganz cool, wenn die Sonne scheint, es aber trotzdem kühl ist. Okay, das heißt, also wichtig ist auch die Hinterlüftung dann quasi, also dass sie nicht planen, irgendwie auflegen, oder? Genau, also es gibt mittlerweile ja auch sogar schon Solarmodule, die gekühlt werden. Das ist jetzt in unserem Fall noch nicht der Fall. Hat natürlich alles auch einen geltlichen Grund, da das doch sehr kostspielig ist. Aber wenn man die natürlich kühlen kann, sollte man das machen.
Die Speicherung der Energie, wo erfolgt das? Das erfolgt quasi einmal im Heck und einmal in der Front. Ja, klar. So, das ist der kleine Laderegler, nehme ich an. Genau, das ist der sogenannte MPPT, der dafür sorgt. Ja, schau mal jetzt so, Simone. Das ist ein Hammer, diese Box hier, 19 Zoll Rack. Genau, ist ein 19 Zoll Rack. Das steuert quasi unsere ganze Solarleistung, dass wir zu jedem Zeitpunkt die maximale Leistung aus unseren Zellen bekommen. Und die werden dann wiederum in unsere Batterien eingespeichert. Die finden Sie einmal hier und dann vorne in der Front ist auch noch mal eine Kiste. Da befinden sich Tesla-Batterien drin. Hast du die Möglichkeit, die mal leicht anzuheben, die Kiste? Ganz leicht nur? Auf gar keinen Fall, das schaffen wir nicht. Nee, ich meine jetzt hier oben drauf den Deckel oder so. Ach so, ja. Ja, dass wir mal reingucken können. Ach so, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist streng geheim. Das ist nicht streng geheim, aber... Gefährlich. Gefährlich, genau. So. Ist da Hochspannung drunter, oder? Darunter ist Hochspannung, genau. Wie viel Volt? Also wir haben ein Batteriesystem, was ein 400-Volt-System ist. Also bei 400 Volt ist schon wirklich erhöhte Lebensgefahr, wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Ist ja Gleichstrom, oder? Genau, ist Gleichstrom. Passiert doch nichts. Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Okay, das heißt, einen Lichtbogen schon mal gezogen? Wir selber noch nicht, nein. Die Kollegen schon? Nein, auch nicht. Auch noch nicht, okay. Das ist so. Aber ich sag mal so, ich fahre hier eine Riesenbatterie. Simone, du könntest, wenn du das hier hättest, ja, dann könntest du dein ganzes Haus, deine ganze Wohnung könntest du damit powern. Auch im Winter, geht das? Auch im Winter, klar. Ja, ziemlich cool. Wir gehen mal kurz rein, wenn du dich mal auf die Fahrerseite setzt, Simone mal auf die Beifahrerseite. Mhm. Ja. Dann werden wir mal das Auto ein bisschen erklären, denn das ist absolutes Hightech. Sieht zwar die Schale, die Schale ist so ein bisschen älter, die da sind. Aber was man hier sieht, die ganze Steuerung, die ganze Elektronik, wer hat das gebaut, den Motor und das alles? Also der Motor ist auch einer von Tesla. Das ist der aus dem Tesla Model S. Der hat für uns einfach perfekt gepasst. Der hat auch genug Leistung, um das schwere Fahrzeug zu bewegen. Die ganze Steuerung und die Programmierung haben wir aber alles selber von Hand gemacht. Okay. So, dass wir wirklich auch mit dem Motor sprechen können, damit er auch weiß, wann er Gas geben soll und wann nicht. Raspi? Ja, kein Raspberry Pi, aber Steuergeräte, die wirklich auch in der Industrie eingesetzt werden. Siemens oder was? IFM. IFM. Genau. Okay. So, das Ganze lernt man wo? Auf welcher Hochschule? Das lernt man in der Hochschule Bochum. Dort gibt es quasi dieses Projekt seit mehr als 20 Jahren. Mhm. Vorher haben wir quasi super effiziente Leichtbaufahrzeuge entwickelt, die eine Reichweite von über 1300 Kilometer haben. Jetzt kam so ein bisschen der Wandel. Wir wollten mal was Neues ausprobieren, wo wir uns gar nicht so wirklich mit auskennen. Und das war halt so ein bisschen die Offroad-Szene. Mhm. Und da sind wir dann so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, ey, wie cool wäre es, wenn wir so einen alten Defender vielleicht vom Verschrotten retten. Das Ganze mit Second-Life-Materialien, Batterien, Motor neu bestücken und das Ganze wirklich zum Fahren bringen. Das heißt, was für ein Studiengang machst du? Oder wo? Ich habe Elektrotechnik studiert. Ja. Wir sind aber bei uns im Team ganz viele verschiedene Personen. Also wir haben Maschinenbauer, Mechatroniker, Umweltingenieure, Nachhaltigkeitsentwicklung. Genau, ist auch bei uns ein großer Punkt. Deswegen sind wir da wirklich ganz durchmischt an Personen. Ja. Und für welche Kundengruppe sind diese Autos denn gedacht? Oder was denkt ihr? Ja. Also das muss man wirklich sagen, das ist ja wirklich ein reines Forschungsprojekt erstmal gewesen. Dahinter steckt eine kleine Machbarkeitsstudie, ob sowas überhaupt möglich ist, umzusetzen. Mit dieser Reise wollen wir halt auch wirklich zeigen, ja, es ist machbar, so ein Fahrzeug umzurüsten oder auch damit wirklich zu reisen, energieautark zu reisen, ja. Und dementsprechend einfach den CO2-Abdruck ein bisschen zu verringern. Genau. Also was ich toll finde, wie gut, dass du das präsentieren kannst. Das sieht so aus, als hättest du schon mal gemacht, oder? Nee, habe ich aber noch nicht gemacht. Du machst das auch gut. Das heißt, aber er ist überzeugt. Das merkt man, oder? Ist der Hammer, oder? Ja. Das heißt, er sagt das so, ja. Preis, was hier verbaut ist, was denkst du ungefähr? Arbeitsstunden? Arbeitsstunden sind, glaube ich, nicht abzuschätzen. Also man muss halt sagen, das Ganze passiert halt neben dem Studium. Ja. Wir kriegen da auch kein Geld für. Das ist alles wirklich freiwillige Arbeit, die wir da reinstecken. Es ist natürlich pro Person unterschiedlich, aber es ist schwer zu sagen, wie viele Arbeitsstunden da wirklich drin stecken. Also teilweise wurden auch Wochen, Nächte durchgearbeitet. Das kam auch vor, damit wir wirklich jetzt auch das Fahrzeug so präsentieren können. Genau. So, ihr habt eine Zulassung für die Straße, das heißt, ihr dürft das offiziell testen? Genau, also wir haben eine Einzelabnahme bekommen für dieses Fahrzeug. Das Ganze ist straßenzugelassen. Das waren aber auch alle unsere Fahrzeuge, die wir immer gebaut haben. Die sind straßenzugelassen. Das ist ein großes Ziel von uns, weil was bringt uns ein Fahrzeug, wenn wir
wir das nicht auf der Straße fahren können. So, wenn du das mal gerade anwirfst, das Display. Ja. So, was zeigt mir das alles? Das zeigt erstmal unser altes Logo. Sehr schön. Braucht ein bisschen. Genau, also das Display haben wir quasi selber so ein bisschen programmiert. Habt ihr selber programmiert? Ja. Genau, das haben wir selber programmiert, so mit der Oberfläche. So fanden wir es ganz schön. Warte, ich zeig mir das Gesicht mit der Oberfläche, das fanden wir ganz schön. Sie können es halt, oder? Ja. Und dann? Und dann sehen wir hier quasi unseren Batterieladestand. Das wird so genannt mit dem SOC, mit dem State of Charge angezeigt. Da sehen wir gerade, dass wir in etwa 85% Batteriekapazität haben. Hier rechts sehen wir noch Temperaturen von der Batterie und dem Motor. Links natürlich eine Geschwindigkeitsanzeige, die darf natürlich nicht fehlen. Okay. Unseren aktuellen Verbrauch, momentan natürlich null. Unsere Umdrehung von dem Motor und dann auch nochmal ganz wichtig, in was für einem Gang wir gerade überhaupt sind, ob man vorwärts oder rückwärts fährt. So, ich komme mal gerade auf deine Seite, bleib mal da. Ja. Das ist der Wählhebel von was war das? Tesla? Der hier? Ja. Das ist von IFM. Das ist aber auch nur so ein Knauf zum Navigieren in dem Menü. Ach so. Und der Wahlhebel, der sitzt quasi hier. Ich komme mal rum, warte mal. Ich habe nämlich noch viele Fragen. Bevor mir nämlich der eine Arm abfällt, weil der Winkel war nämlich so blöd, dass ich das zeigen kann. Da vorne ist der Tachometer, der da ist. Du hast es selbst mal gefahren oder ist es zu schwer für dich? Ich habe es selbst gefahren. Ich glaube, ich bin sogar von allen, muss ich sagen, derjenige, der am meisten gefahren ist. Ich habe auch den ganzen Motor quasi eingestellt. Ja. Deswegen weiß ich in etwa, wie das Auto momentan fährt. Ja. Genau. Und es fährt sich ganz gut. Es Model macht Spaß. S heißt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist dieses mit dem Superpower, wo die Leute irgendwie wie... Sportmodus. Genau. Wie heißt der Sportmodus nochmal bei Tesla? Weiß ich gar nicht, wie der bei Tesla Ludacris genau. Irgendwie. Also ist er schnell, wenn er will? Wenn er will, ja. Also man muss halt sagen, der Motor hat 450 PS, was ja eigentlich auch zu viel für dieses Fahrzeug wäre. Wir haben auch ein ordentliches Drehmoment. Also ich glaube, wenn man damit im Gelände fährt, hat man überhaupt keine Probleme, da irgendwo durchzufahren. Ja, ist ja normalerweise verbrauchen die Autos im Gelände viel mehr Sprit. Wie ist das denn mit Elektro? Genau, mit Elektro ist das quasi der gleiche Fall. Man hat natürlich ganz andere Drehzahlen, ja, die man da fährt. Man muss immer wieder stoppen, anfahren. Und da muss man natürlich 2,4 Tonnen erstmal bewegt kriegen. Ja. Das unter ja, nicht so idealen Voraussetzungen für die Reifen. Da kann man wirklich sagen, das verdoppelt auch den Elektroverbrauch. Sag mal, als du so klein warst, mit was hast du gespielt? Viel mit Lego. Viel mit Lego? Ja. Basteln, bauen? Ist das Lego-Dings? Lego-Technik habe ich Technik auch. Ja, hatte ich auch sehr viel. Genau. Weil das ist ja letztlich nichts anderes. Das heißt, da kannst du Sachen mitbauen, mit Steuerung, mit allen drum und dran. Genau, also ich muss sagen, als ich klein war, gab es das zum Beispiel noch gar nicht. Ja. Diese ganzen Technik-Sachen, wo man jetzt wirklich auch was programmieren kann. Mhm. Das gab es zu meiner Zeit leider noch nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein cooles Spielzeug für junge Leute. Ich glaube auch YouTube, da gibt es ja so viele Leute, die sich damit beschäftigen, mit Lego was bauen, mit Technik-Lego. Genau. Die ganz wilde Sachen machen, ich sag mal, irgendwelche Differentiale nachbauen, irgendwelche ganz komplexen Übersetzungen, ja, genau, und so. Genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist echt der Wahnsinn, was man damit mittlerweile machen kann. So, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, sei mal so nett, dann schauen wir mal gerade hier drauf, denn es gibt einiges zu sehen. Unter anderem ist hier der Motorraum. Ist da jetzt noch ein Motor drin, quasi? Nein, hinten sind hier die anderen 8 Batterien verbaut. Ja. Der Motor, der sitzt quasi da, wo der ehemalige Getriebetunnel war. Da sitzt halt nun der Motor. Allrad ist das? Das ist ein Allrad, genau. Aktuell zwar nur ein Frontantriebler, weil wir uns einmal durch das hohe Drehmoment unsere Wellen abgerissen haben. Dadurch ist aktuell nur ein Frontantriebler, aber nächste Woche kriegen wir ein neues Getriebe, das wir einbauen. Und dieses Getriebe macht dann wieder, dass wir Allrad haben. Du kannst ruhig kommen, Simone. Hier sind unglaublich viele nette Männer, muss man sagen. Ja, es sind nur Männer. Habt ihr auch Frauen im Team? Da. So, das ist so, die Mädels kommen langsam im Studiengang, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Nachhaltigkeit ist auch gefragt. Ja, ist das so? Bei dir ja auch? Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. So, die Jungs sind die nett zu euch, das heißt, also ihr seid gut drauf. Mit was hast du denn gespielt als Kind früher? Mit Autos und Puppen. Autos und Puppen, ganz normal. Ja. Ganz normal, und du? Als Kind? Ja. Auch. Ja, ist ja so, ihr seid jetzt im Studiengang drin, der war ja bisher immer männlich besetzt oder stark männlich besetzt, ja. Da kommen die Frauen, die kommen aber jetzt in großen Schritten. Sind da viele Frauen mittlerweile? Mittlerweile sind wir insgesamt 5 Frauen jetzt und es kommen immer mehr Interessierte, auf jeden Fall.
Ist das schwer? Das ist eine Mischung Informatik, Elektrotechnik, alles? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt im Moment stark beim Business und Marketing, ja. Also auch die Nachhaltigkeit. Bei den Mechaniken, also da ist wenig Frauenanteil, ja. Aber viele Interessierte natürlich. So, man kann später, ich sag mal, Millionen verdienen damit? Bestimmt. Wenn du so irgendwie CEO wirst von irgendeinem großen Unternehmen. Sag mal, die Jungs, alle wie sie hier stehen, die brauchen sich um die Zukunft keine Sorgen mehr jetzt zu machen. Ja, Elektrotechnik, ja. Mit allen drum und dran. Du bist ja? Lennart, hallo. Lennart, wo kommst du her? Ich komme aus Bochum. Aus Bochum, und du? Nico aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf, alles die Gegend, eins Live-Sektor. Ja, genau. Okay, ich zeig das mal gerade, das ist das Projekt. Es ist neben dem Studium, hast du da noch Zeit? Das war zeitweise, also ich bin inzwischen fertig, aber das Projekt hat angefangen, da war ich noch im Studium. Ja. Es war zwischendurch ein bisschen anstrengend, gerade Masterarbeit und das Projekt unter einen Hut zu kriegen. Du hast einen Master, was hast du? In Architektur. In Architektur? Ja, warum Architektur, wieso bist du dabei? Das ist eher so eine persönliche Land Rover-Affinität. Ich habe selber so einen. Du bist so ein Lenny-Typ. Ja, und dadurch bin ich auf die bekloppten Jungs hier gestoßen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe da Bock drauf, ich mache da mit. Und du? Ich studiere Maschinenbau, jetzt im 6. Semester. Ja. Und man kann das Projekt sehr, sehr gut halt mit Praxis füllen und Praxisinhalte, die man theoretisch lernt, sehr, sehr gut umsetzen. Genau. Ja, du hast bestimmt viele Fragen an die Jungs, ja. Zum Beispiel, was machen sie in der Freizeit? Ihr macht wahrscheinlich unglaublich viel Sport. Du siehst sportlich aus. Ja, das hin und wieder mal macht man auch Sport, aber natürlich auch viel Freizeit geht für das Projekt drauf. Aber macht natürlich auch Spaß. Aber wenn das Ding jetzt auf die Reise geht, du fährst mit? Ja, genau. Ach, das ist der Goal. Ja. Und du auch? Ja, sicher. Du auch? Ja. Und du auch? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ob du mitfährst, wenn es losgeht? Leider nicht, das passt zeitlich nicht mehr. Aber du hast den ganzen Mist gebaut und fährst nicht mit? Leider nicht, nee. Okay. Du fährst mit? Ich fahre komplett mit, ja. Die Route, wie geht die? Wir haben eine Europaroute, wir fahren durch 31 Länder und möchten auf der Route dann Nachhaltigkeitsworkshops halten und mit den Universitäten und mit den Studierenden vor Ort Konsens über Nachhaltigkeit anstoßen und über elektrische Mobilität. Genau. Und die Windlast, wie ist die? In Kilonewton? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ist das schon ein Segel, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Segel. Wenn da einmal der Wind richtig drunter greift, dann ist das eine ordentliche Kraft. Das Ganze wurde mal berechnet, dass das wohl eine Windlast von oder Windgeschwindigkeit von in etwa 45 km/h aushalten wird. Okay. Werden wir natürlich auch auf der Reise, denke ich mal, erproben werden. Aber ich glaube nicht, dass uns sie irgendwann mal abreißen wird. Ja, selbst man kann ja auch Sollbruchstellen da machen, also dass es dann vielleicht abreißt und dann etwas weniger macht. Ein tolles Projekt. Ja, ich wünsche euch viel Freude. Es geht wann los? Es geht jetzt nächste Woche los, nach der Messe. Nächste Woche? Nach der Messe geht's los. Und wie lange ist es? Am Freitag, für 3 Monate. Hm? Du bist 3 Monate unterwegs? Wir sind 3 Monate unterwegs, richtig. Boah, ist das eine Reise, die wirst du nie mehr vergessen, oder? Nee, definitiv. Das ist eine coole Erfahrung, die man sammelt. So, das Ganze findet natürlich auch im Web statt. Instagram, was macht ihr alles? Genau, wir haben Instagram. Man kann das hier auf der Visitenkarte sehen. Sag mal. Bosolaka. Mein Gott, das ist Schriftgröße 4. Ich muss mal gerade schauen. Naja, es wird aber Bosolaka Team ist das. Also genau. Man gibt ein BO und dann Solaka. Dann kommt man wahrscheinlich bei Google da drauf. Da kommt man auf die Website und kann das live tracken. Dann. Wie passt ihr jetzt alle in das Auto? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Wir haben insgesamt eine Fahrzeugflotte. Wir haben noch 2 Fiat Educatos mit dabei, wo dann Material, Werkzeug, auch Personen reinkommen und noch eine externe Solarfläche, womit wir dann die komplette Flotte laden können. So, und er hat die ganz dicken Arme. Er fährt dann, oder wie? Ist das Servolenkung? Ja, wir haben eine Servolenkung, definitiv, die brauchen wir auch. Ist das die? Nein, das ist die. Wenn Sie wollen, kann ich die einmal hochfahren lassen. Ja, fahr mal hoch, ja. Hochfahren ist mal gut, ja. Das war ein cooles Projekt. Wie seid ihr denn dazugekommen? Durch die Hochschule einfach. Die haben euch gefragt, hier, es fehlen noch 2 Mädels. Nee, das wurde ein bisschen promoted und ich fand das voll interessant und dann, genau. Dann dein Vorname, du hast? Ina. Und du? Carmen. Ina und Carmen. Fährt hoch, das ist die Servo. Genau, das ist unsere Servolenkung. Hört sich ein bisschen an, wie ein Düsenjet, der startet. Unglaublich. Ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen futuristisch. Aber gerade auf den geringen Geschwindigkeiten braucht man auf jeden Fall eine Servolenkung. Ansonsten wird das Rangieren doch... Die da? Nee, die. Die, das ist die Servolenkung. Genau, das ist die Servolenkung. Das ist quasi die Unterdruckpumpe, die benutzen wir für den Bremskraftverstärker, damit wir das Gaspedal nicht dreimal drücken und danach weiche Beine kriegen. Heizen geht auch? Heizen geht aktuell leider nicht. Das ist ja warm. Ich wollte gerade sagen, wir fahren im Sommer, da haben wir eh nur hohe Temperaturen. Da wird es sich auf jeden Fall aushalten. So, sehr schön. Dann stellt euch mal alle zusammen fürs Gruppenfoto. Wir machen das mal gerade. Du vielleicht in die Mitte, Simone. Ja.
Das wird in die Annalen der Hochschule Bochum eingehen, zumindest mal, ja, dass ihr hier steht. Ihr habt wahrscheinlich unglaublich viel schon, Fernsehteams, Presse, die waren alle schon da, oder? Ja. Und ich habe nichts davon erfahren. Und wenn ihr euch alle mal vors Auto stellt, das wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Genau, super. Ist so schön, die machen das, was ich will. So, stell ich mal rein. Genau, stell ich mal kurz daneben. Ja, danke. So, da seid ihr. Das ist ein richtiges Fotofinish, ja. Und du bist ja? Daniel. Du? Janis. Lennart. Nico. Joshua. Ina. Carmen. Simona. Tschüss.